Teilnehmende. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion. Mein Name ist Matthias Thomendahl, ich bin Ihr Moderator und ich freue mich sehr, mit Expertinnen und Experten das Thema zu diskutieren, des European Green Deal und seine Auswirkungen auf die globale Batterieproduktion. Wir werden die Auswirkungen auf Europa, auf die Welt und insbesondere die Spezifizierung durch die EU-Batterieverordnung diskutieren. Und ich darf Sie und darf euch bitten, an die Expertinnen und Experten Fragen zu stellen über die Konferenz-App. Bitte seid fleißig, der oder diejenige, die am Ende der zwei Tage die meisten Fragen gestellt haben wird, wird belohnt mit einer Freikarte für das nächste Future Battery Forum in einem Jahr. Außerdem ist die Möglichkeit, und auch da bitte ich um rege Beteiligung, Fragen zu bewerten, zu liken, die euch besonders gut gefallen, und wenn die oben auf der Liste landen, dann werde ich sie auf jeden Fall hier den Expertinnen und Experten stellen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, diese auch zu begrüßen und vorzustellen. Ich freue mich ganz besonders, dass kurzfristig eingesprungen ist Frau Dr. Daniela Wehrlich, sie ist CTO der Custom Cells Holding GmbH. Herzlich willkommen, Daniela. Ich bitte um ein kurzes Eingangsstatement zu der Frage der Auswirkungen des Green Deal der EU auf die globale Batteriewertschöpfungskette. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung. Ich bin natürlich sehr, sehr gerne eingesprungen. Welche Auswirkungen hat der European Green Deal für uns als Zellentwickler, Zellhersteller? Die Custom Cells entwickelt Lithium-Ionen-Batteriezellen. Tatsächlich sitzen wir mitten in der Mitte der Wertschöpfungskette. Und deswegen ist der Green Deal für uns ganz besonders wichtig. Denn wir sind sowohl an den vorgelagerten Schritten beteiligt, über die Materialien, die wir verwenden, über die verschiedenen Substanzen, die wir verarbeiten, die Prozesse, die wir dafür benutzen, aber gleichzeitig natürlich auch an den nachgelagerten Prozessen, die Zellen, die wir herstellen, die zu Produkten verarbeitet werden, die dann ins Recycling gehen, die recyclingfreundlich sein sollen und müssen. Das bedeutet, für uns in der Entwicklung ändert sich einiges. Wir haben es mit anderen Materialien zu tun, neuen Materialien, neuen Prozessen, auch müssen uns beschäftigen und wollen uns beschäftigen mit der Änderung giftiger Substanzen, die möglichst zu substituieren bei gleichbleibender oder besserer Performance, und bereiten uns gleichzeitig darauf vor, neue Materialien, recycelte Materialien einzusetzen, um Zellen herzustellen, die dann besser recycelt werden können. Also für uns ist es ein großes Thema, ein ganz wichtiges Thema, und haben wir stark im Blick. Spannend. Viele Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ich begrüße als zweites Herrn Felix Bierenberg, er ist COO und CTO der Wacker Neuson SE. Felix, ich bitte dich um dein entsprechendes Eingangsstatement. Wir als Wacker Neuson sind seit vielen Jahren davon überzeugt, dass Mobilität CO2-neutral stattfinden muss. Wir sind absolut überzeugt, dass auch die Baustelle, dass der Landwirtschaftsbereich und viele andere CO2-neutral werden müssen. Wir haben 2015 angefangen, unser erstes Produkt zu elektrifizieren, haben heute 18 Maschinen im Markt, die komplett elektrifiziert sind, vom Stampfer, Platte, einem Bagger, Radlader, einem Dumper. Das heißt, wir können komplette Baustellen mit Zero-Emission-Maschinen ausstatten. Und von daher ist für uns der European Green Deal nichts anderes als erstmal eine ganz konsequente Fortsetzung unserer Strategie. Eine Unterstützung dessen, was wir vor vielen Jahren angefangen haben und sehr intensiv ausbauen. Aber entscheidend wird es für uns sein, als Anwender, als Kunde der Batterie sozusagen, dass wir praktikable Lösungen finden im Green Deal, die umsetzbar sind, und dass der Green Deal auch nicht an den europäischen Außengrenzen aufhört, sondern dass wir klare Richtlinien, praktikable Richtlinien haben für den Import, Export und dadurch dann letztendlich auch für uns als Anbieter, als globaler Anbieter, die weltweite Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt oder sichergestellt wird. Prima, vielen Dank. Auch schon der Bogen gespannt von Europa in die Welt. Als drittes begrüße ich Herrn Marc Lader. Er ist Vice President Future Battery Technologies bei der Manz AG. Herzlich willkommen, Marc. Vielen Dank für die Einleitung. Manz ist ein Sondermaschinenbauer. Wir sind schon seit sehr vielen Jahren für die Nachhaltigkeit unterwegs. Unser bisheriges Feld war die Solarbranche. Seit über 10 Jahren beschäftigen wir uns jetzt mit Lösungen für die Batterie-, Zell- und Modulherstellung
Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir im Rahmen des IPCIs, des EUBAT IN, einen Beitrag für die nächste Generation der Zellfabrik in Europa leisten dürfen. Ah ja, vielen Dank. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich begrüße erneut auf der Bühne Herrn Dr. Christian Rosenkranz, Managing Director der Clarios Germany GmbH und Board Member bei Eurobat. Wir haben vorhin schon ein bisschen was gehört zur EU-Batterieverordnung, aber vielleicht jetzt nochmal der breitere Blick, European Green Deal, welche Auswirkungen wir jetzt haben. Wie lautet dein Eingangsstatement? Ja, genau, Matthias. Danke für die Einladung zum Panel. Ich würde gerne noch mal mich kurz vorstellen, da ich ja nicht nur die Eurobat vertrete im Vorstand, sondern auch die Firma Clarios. Clarios stellt Starterbatterien her in Bleitechnologie, aber auch Lithium-Ionen-Technologie. Also wir sind auch einer der größten Hersteller für Starterbatterien im Auto. Der European Green Deal hat für uns natürlich einen großen Einfluss. Es manifestiert sich darin, dass das erste große Rahmenwerk die Europäische Batterieverordnung ist. Und wie gerade schon von Daniela und Felix richtig angesprochen, geht das von Rohmaterialketten über die Verarbeitung bis hin zum Repurposing, zieht sich das stringent durch, was dabei die entsprechenden Dokumentationen und Administration angeht. Wow. Gesundheit. Das war ihr Husten. Und das hat natürlich Auswirkungen, dass man sowohl das Design der neuen Batteriesysteme schon vom Ende vom Recycling her bedenken muss, aber auch eben die Möglichkeiten, die das Ganze bietet, nämlich dass ein Level Playing Field für alle Technologien und für die europäischen Batteriehersteller dabei eben angesetzt wird, dass mit den gleichen Maßstäben gemessen wird. Und damit begrüßen wir das sehr, als Clarios und als Eurobat. Prima, da sind erste Ansatzpunkte gegeben für eine Diskussion. Wie gesagt, bitte Fragen stellen. Wir üben jetzt mal ein bisschen die Benutzung der App. Und zwar möchten wir jetzt erstmal eine Frage stellen, eine kleine Umfrage, eine Poll. Ich bitte doch alle, sich einzuloggen und an der Umfrage teilzunehmen. Und es ist quasi die Frage, die ich jetzt hier gestellt habe, auch nochmal an euch als Teilnehmende. Welches Szenario rund um den Green Deal ihr als das Wahrscheinlichste erachtet? Und es sind hier drei Formulierungen gegeben. Also zum einen, der Green Deal wird zu Europa zum nachhaltigsten Technologiestandort der Welt machen. Europa wird dadurch zum Vorbild für andere Länder. Das ist also sozusagen in dieser Hinsicht das positivste Szenario. Dann so ein mittleres Szenario, der Green Deal wird Innovation und Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Gleichzeitig werden Lieferketten global bleiben und Europa bleibt abhängig von Asien. Oder ein eher negatives, kritisches Szenario, der Green Deal wird Europa mit Bürokratie überziehen und das Innovationstempo ausbremsen. Das wären also drei mögliche Szenarien. Wir sehen schon über 30 Teilnehmende. Und bisher hat sich die klare Mehrheit etwa so für so ein mittleres Szenario hier entschieden. Und ich frage direkt mal wieder in der Reihe, Daniela, was hättest du jetzt hier geantwortet? Gehst du mit der Mehrheit? Das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt relativ schwierig zu beantworten. Also sowohl in die sehr positive als auch in die sehr negative Richtung. Die Möglichkeiten sind in beide Richtungen da. Dass sowohl diese Vorreiterrolle, die positive Auswirkungen angenommen wird und realisiert werden kann. Gleichzeitig müssen wir aber eben darauf achten, dass die Innovation, gerade im Bereich der Lithium-Ionen-Batterie, vor allen Dingen in der Entwicklung der Zelle mit neuen Materialien, Prozessen, eben diese Innovationszyklen sind ja natürlich in diesem Bereich sehr, sehr schnell, traditionell sozusagen. Und um da mitgehen zu können, muss man sich eine gewisse Freiheit bewahren können, eben solche Materialien auch einzusetzen. Aber es ist natürlich auch ein Wink an die Forschung zu sagen, ihr müsst entwickeln in die richtige Richtung. Und von daher sind beide Szenarien möglich. Und ich denke, deswegen ist es auch, ist auch dieses mittlere Szenario gerade dasjenige, was am wahrscheinlichsten ist. Es gibt Chancen und Risiken und beides muss man erkennen und entsprechend darauf reagieren. Mhm. Entwicklung ist angesprochen, mal vielleicht mit dir weiter, Christian. Siehst du das auch so? Ist das auch sozusagen Begrenzungen für Entwicklungschancen und Entwicklungsinnovationen oder siehst du es auch vorwiegend Positives? Ich sehe es vorwiegend positiv. Ich sehe nicht so sehr die Verhinderung von Innovationen oder Entwicklungsprozessen. Am Ende des Tages wird sich die Globalisierung nicht dadurch irgendwie zurückdrehen und wir werden immer dabei globale Lieferketten haben, aber auch globale Entwicklungsprozesse. Das sehe ich ganz genauso.
Als globaler Hersteller macht uns das auch nicht so viel Angst. Es geht ja weniger beim Green Deal darum, dass man dabei Europa komplett abschirmt oder einen Trumpismus einführt, sondern eher darum, dass man ein Level Playing Field dann dabei generiert und die Technologien alle mit den gleichen Kriterien misst. Denn CO2 hält nicht an irgendwelchen Grenzen von Ländern an und entsprechend hat man dabei Carbon Border Adjustments und andere Sachen vereinbart, die auch sehr hilfreich sind, um wirklich holistisch betrachten zu können, wie es mit dem gesamten Lebenszyklus aussieht. Und die Entwicklungs, die wird sich dadurch nicht ausbremsen lassen. Wir werden weiterhin mit vielen globalen Firmen Partnerschaften eingehen, je nachdem, wo gerade technologische Vorsprünge sind und die eben dann als Best Business Practice einsetzen. Mhm. Auch wieder Entwicklung. Du hast das EUBA-Team-Projekt schon angesprochen, in dem ihr mit der Manz AG vertreten seid. Könntest du da ein bisschen erläutern, was das genau ist? Wie bringt ihr euch dort ein? Welche Ziele werden verfolgt? Sehr gerne. Also das EUBA-Team-Projekt passiert auf der IPCI-Plattform. Es gibt zwei wichtige Projekte, das On-Battery und das EUBA-Team, das zweite, wo Manz Teil davon ist. In diesem Projekt soll eine nachhaltige Zell- und Batteriefertigung in Europa etabliert werden. Und aus unserer Sicht als Maschinenanlagenbauer war dieser Aufruf für dieses Projekt sehr, sehr wichtig. Wir hätten es als mittelständischer Maschinenbauer nicht aus eigenen Kräften leisten können, in die Entwicklung der nächsten Generation einzusteigen. Wir haben uns in diesem Projekt die Fabrik der Zukunft auf die Fahne geschrieben. Wir haben uns eigene Ziele gesetzt. Größere Treiber sehen wir drin, die Digitalisierung. Um im Rahmen der Digitalisierung die Lieferzeiten deutlich zu reduzieren, die Inbetriebnahmezeiten deutlich zu reduzieren. Wir möchten den Fußabdruck der Anlage deutlich reduzieren, weil wir der klaren Auffassung sind, so geartete Zellfertigung, wie sie heute in Asien realisiert sind, lassen sich in Europa nicht realisieren. Ein weiterer Punkt da drin ist natürlich die CO2-Bilanz, energieeffiziente Antriebe einzusetzen. Und um nicht zu vergessen, die Produktionsumgebung, der Trockenraum beansprucht ca. 40% der Energiekosten und der Betriebskosten. Und hier möchten wir mit kleineren Lösungen, Anlagenlösungen, hocheffizienten Anlagungen und dem entgegenwirken. Mhm. Prima. Und Felix, wie beantwortest du erstmal allgemein die Frage? Vielleicht kurz, ich kann schon sagen, direkt danach werde ich dir eine konkrete Frage stellen. Sagen wir mal. ich sehe das sehr positiv, sehr, sehr positiv. Denn wie anfänglich schon gesagt, wir sind überzeugt, dass es kommt. Es ist gut, dass es kommt. Und damit haben wir viel Innovation zu leisten, mit viel Innovation, viel Forschung, viel Entwicklungstätigkeiten zu leisten. Und der Green Deal mit doch, so wie ich das sehe, einer klaren Vorgabe, bis wann welche Ziele zu erreichen sind, beschreibt auch viel genauer den Markt jetzt, den wir zu erwarten haben. So dass ich sage, für uns als derjenige, der diese Technologien anzuwenden hat und unseren Endkunden zur Verfügung stellt, einfach viel klarere Rahmenbedingungen, mehr Sicherheit. Mhm. Und was wir auch durchaus schon sehen, ist, dass durch die Diskussion der letzten Monate sich gerade auch viele Mittelständler neu diesem Thema stellen, weil es in die Öffentlichkeit gegangen ist und weil es, denke ich, auch einfach mehr Sicherheit, mehr Planungssicherheit geben wird durch die klaren Vorgaben in Zukunft. Mhm. Prima. Die schon vorangekündigte konkrete Frage ist schon eine, die aus dem Publikum kommt und die lautet, welche Zelltechnologie nutzt Wacker Neuson für seine Baustellenanwendungen? Und ich erweitere es vielleicht so ein bisschen auch, was sind denn so die Erfahrungen und gibt es Feedbacks von Kunden zu den Produkten? Wir haben natürlich noch ganz konventionell angefangen, 2015. Mittlerweile durchgängig alles, was wir in den Markt bringen, natürlich Lithium-Ionen-Technologie. Was unsere Erfahrung ist, die ist sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Wir haben erste große Maschinen als Rückläufer aus dem Markt nach einer längeren Zeit im Markt. Und wir stellen fest, dass die Technologie viel langlebiger ist, als wir gedacht hätten. Das heißt, die Maschinen, die wir heute zurückbekommen, haben eher ein Problem mit normalen Servicetätigkeiten an der Maschine als mit der Batterie. Das heißt, die Batterie ist, so wie viele heute auch, denke ich, noch befürchten, zumindest was die Langlebigkeit angeht, nicht der Engpass oder die Schwachstelle, sondern sind die Dinge, die wir auch von konventionellen Maschinen kennen, sodass wir ein sehr gutes Feedback bekommen. Denn mit der Elektrifizierung kommen ja auch ein paar andere sehr positive Effekte dazu. Ich habe viel weniger Wartung in der Nutzung. Ich habe eine extrem einfache Handhabung.
so ein Stampfer, kann man sich Stand 39 ein bisschen Werbung machen, gerne anschauen. Den muss ich nicht mehr aufwendig starten, da drücke ich einen Knopf, dann läuft der. Und wenn ich dann einen Kubik Material bekommen habe, verteile ich das, dann muss ich es verdichten, dann läuft das Equipment ein paar Minuten, dann steht der und er steht. Und ein Verbrenner läuft weiter. Das heißt, ich habe ganz andere Use Cases, sodass ich sagen muss, Performance ist die gleiche, Handhabung ist einfacher, Service ist weniger, Haltbarkeit der Batterie, wie gerade beschrieben, ist langlebig, mit wenig Einschränkungen in der normalen Nutzung, so wie wir die sehen, sodass ich wirklich sagen kann, überwiegend ein sehr gutes Feedback, nach anfänglichen, vielleicht kritischen Überlegungen. Sehr gut. Da das Thema Zelltechnologien angesprochen worden ist, würde ich das gerne auch an die anderen Panelisten hier stellen. Du nickst schon, Christian. Wie ja, wobei ich schon weiter gelesen habe. Und das auch was kommt denn nach Lithium? Ja, also ja, Felix hatte ja dargestellt, dass Lithium-Ion die Technologie der Wahl ist, dann für größere Energiemengen und Leistungsdichten. Das macht ja auch Sinn im Automobilbereich. Und dann ist natürlich die Frage, in 10 Jahren, wie sieht die Welt dann aus mit den elektrochemischen Systemen und hat die neue Batterieverordnung dann auch die ausreichend abgebildet? Ich denke, da ist noch Luft nach oben, denn die letzte Batteriedirektive von 2006 kannte nicht einmal Lithium-Ionen-Technologien, hatte weder Recycling-Ziele noch irgendwelche Performance-Ziele dort drin, weil die Technologie noch schlicht nicht bekannt genug war. Und im Augenblick erleben wir auch, dass die Batterieverordnung noch gar nicht Post-Lithium-Technologien, von denen wir auch gar nicht wissen, welche Technologie sich am stärksten durchsetzen wird, schon beschreibt, inklusive der Recycling-Effizienzen, die nötig sind, um bei Solid-State Lithium-Luft oder Lithium-Sauerstoff eher dann ausreichend gewappnet zu sein. Ich denke, da muss die Technologieoffenheit, die man eigentlich der Politik immer dann auch andienen möchte, die müsste auch entsprechend in der Batterieverordnung sein, dass man entsprechende Recyclingquoten oder auch Rohmaterialgesetzgebung anpasst an die neuen Innovationen, die noch kommen. Daniela, wie ist deine Sicht auf die Entwicklung von Zelltechnologien? Wir hatten heute Vormittag ja auch schon eine Präsentation dazu mit Voraussagen. Gib uns mal deine Experteneinschätzung mit. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, ist vielleicht zu viel gesagt, das klingt zu negativ, sondern man muss zwei Dinge beachten. Einerseits natürlich sich auf die neuen Technologien fokussieren in der Forschung, in der Entwicklung und eben besser werden. Das ist ganz klar, Innovation muss betrieben werden. Aber was man auch beachten muss, weil das in der Vergangenheit gerade im europäischen Raum sehr häufig getan wurde, zu sagen, wir warten auf die nächste Technologie und die wird dann besser und die skalieren wir dann hoch, ist die Skalierung. Die müssen wir nicht jetzt tun. Die Lithium-Ionen-Batterie-Technologie, wie sie jetzt existiert, wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Und wir müssen lernen, diese Batteriezellen selber zu fertigen. Wir sind gut in Rohmaterialien, wir sind gut in Maschinen, wir sind gut im Packs und Systeme, aber es gibt nur ganz wenige in Europa, die überhaupt Zellen herstellen und Zellen herstellen können. Und das ist das Thema, auf das wir uns jetzt fokussieren müssen. Die Skalierung, die Workforce aufbauen und entsprechend da voranschreiten und diesen Prozess der Zellherstellung, der Zellentwicklung, neutral, CO2-neutral, energiearm zu gestalten, um die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten und parallel dazu eben auch diese Technologie, wenn ich weiß, wie ich sie produziere, dann auch auf neue Technologien applizieren zu können. Wir haben jetzt wenig Vorstellungen davon, wie man All-Solid-State skalieren kann, weil wir wenig Vorstellungen davon haben, wie man Lithium-Ionen-Batterien gut skalieren kann. Und das bedeutet, diese beiden Dinge müssen immer Hand in Hand gehen. Und dann, denke ich, können wir Vorreiter in Europa werden, auch neue Technologien neutral, grün fertigen zu können. Wie ist eure Sicht auf die Entwicklung von Batterietechnologien, Skalierung, die Maschinen dafür, auch Solid State? Vielleicht kannst du mal einen Ausblick geben. Sehr gerne. Also ich teile die Meinung meiner Vorredner. Wir müssen in Europa zuerst mal den Schritt schaffen in die Lithium-Ionen-Technologie. Und von unserer Seite aus, wir tragen unseren Teil damit bei, indem wir modulare Systeme entwickeln und bei den Kunden etablieren, um dann, wenn die neuen Zelltechnologien zur Verfügung stehen, identifizierte Prozesse zu erneuern, auszutauschen und auf die neuen Zelltechnologien anzuwenden. Ich sehe noch einen weiteren Aspekt des Recycling, hat man unter diesem Thema auch angesprochen. Wenn man sich heute guckt, wir haben heute schon sehr viel installierte Zellkapazität, die im Markt ist, die jetzt so langsam auch wieder zurückkommt. Und diese Systeme sind nicht recyclingsfähig konstruiert worden und auch nicht recyclingsfähig produziert worden.
Und da ist natürlich eine Zusammenarbeit zwischen den Zellherstellern und den Anlagen- und Maschinenbauern sehr, sehr wichtig, dass Designs entstehen, die recyclingfähig produziert werden, dass viele dieser Klebstoffe, die wir heute im Einsatz haben, rauskommen, um dann später die Batterie wieder zu demontieren und so nah wie möglich an den Rohstoff heranzukommen, um die Masse, die dann in den Schredder letztendlich geht, zu gering zu halten wie möglich. Mhm. Sehr gut, da kommen wir gleich auch nochmal zum Thema Kreislaufwirtschaft. Jetzt gibt es aber das höchste Interesse an der obersten Frage, inwiefern hilft der Green Deal, die Prozessierung von Materialien wie Anoden, Karton, Separatoren, Elektrolyt nach Europa zu holen? Sehen die Teilnehmenden, seht ihr Chancen, den Bedarf zu einem Großteil ab 2030, vielleicht 2035, hier aus der EU zu decken? Christian, was ist deine Antwort? Ob ein Großteil das ist oder überhaupt ein Teil, sehen wir zumindest, dass im Green Deal und in der Batterieverordnung durch die Forcierung von Sekundärrohstoffen, die in neue Produkte eingesetzt werden müssen, dann auch ein Großteil prozessiert werden muss und muss aufgearbeitet werden. Das kann natürlich sowohl für alle Batteriekomponenten, Zellkomponenten, sowohl aus Europa als auch aus anderen Ländern kommen. Es wird nur dann im Green Deal darauf geachtet, dass von der Nachhaltigkeit her mit der gleichen Messlatte gemessen wird. Und das ist der große Vorteil dabei. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, wenn es entsprechend angewendet, dokumentiert wird, auch über digitale Batteriepassport nachvollziehbar ist, sehen wir eben, dass die Nachhaltigkeit gewahrt wird, diese Rohstoffe wieder aufzuarbeiten. Wird das dazu führen, zwangsläufig, dass eben auch die Prozessierung von Vorstufen wie Kathoden-Anodenmaterial dann vornehmlich aus Europa kommt? Es gibt zumindest dabei die Möglichkeit, dass man dabei aufholen kann, dadurch, dass eben das Level Playing Field dabei eingehalten wird, aber es ist nicht zwingend so. Es kann genauso gut von anderen Ländern mit den gleichen Kriterien und Bedingungen gemacht werden. Es wird allerdings dann dafür sorgen, dass eben lokal und regional auch die Kreislaufwirtschaft vorangetrieben wird. Und das ist schon ein großer positiver Aspekt des Green Deals. Felix, hast du eine Einschätzung? Stellt ihr euch auf vorwiegend europäische Lieferanten ein? Wie ist eure Sichtweise auf den sich entwickelnden Markt? Ja, ich denke, dass man ja letztendlich die gesamte Wertschöpfungskette betrachten muss. Wenn es um CO2 geht, dann geht es ja nicht nur für uns jetzt wieder um den reinen Betrieb der Maschine, sondern wir sind mit vielen großen Kunden in Diskussion, Mietparks, große Baustellenbetreiber, die letztendlich die gesamte Supply Chain sich anschauen, die sich auch anschauen, wie die Produkte entstehen. Und wenn wir uns das heute anschauen, für uns sehr wichtig, welchen Energiemix habe ich dort, wo ich Ware bestelle, wo ich Komponenten bestelle. Das gilt für die Batterie, das gilt für den Stahl, das gilt für all diese Dinge. Von daher wird das eine Fragestellung sein, wo beziehe ich, wo wird hergestellt in der gesamten Lieferkette. Und dann wissen wir alle, dass unsere Container nicht gerade und die Containerschiffe nicht gerade mit dem saubersten Brennstoff unterwegs sind, sondern auch einen massiven Impact haben. So dass, wenn man die gesamte Lieferkette sich anguckt und das, was der Green Deal am Ende will, CO2-Einsparung auf globaler Ebene, es schon auch darum geht, so nah wie möglich mit so wenig globalem Impact wie möglich die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Und wir haben ja die Effekte vorhin schon gesehen heute Morgen. Wir werden ab 2024, haben wir gelernt, eher eine Überkapazität an Batterien in Europa haben und damit uns komplett aus Europa versorgen können. Ob das dann schon die gesamte Lieferkette ist, ob das der Zusammenbau ist, muss man sehen, kann ich hier nicht beurteilen. Aber für uns ja, unter Betrachtung auch des Lieferkettengesetzes, was da auch eine Rolle spielt, absolut wichtig, dass ein großer Bestandteil dessen, was wir einkaufen, in the region, for the region auch produziert wird und damit dann ja auch wieder Sicherheit an die gibt, die Batterien herstellen, die groß investieren müssen, dass wir eben diesen Fokus durchaus kriegen oder verstärken. Daniela, wie ist deine Einschätzung? Wir haben als Zellhersteller, würde ich sagen, schon also einen sehr guten Überblick über den Markt Aktivmaterialien, Anoden, Kathoden, Separator und können sehen, dass dieser Markt im europäischen Feld schon gut, also ausreichend sicherlich noch nicht, aber wir können uns sehr gut versorgen im europäischen Markt tatsächlich schon mit aktiven Materialien. Es sind globale Unternehmen, die auch in Europa sitzen, aber auch in Asien Fertigungen haben, aber da gibt es sehr gute Anbieter für diese Komponenten. An manchen Stellen vielleicht noch Nachholbedarf, aber auch weltweit gibt es einige Komponenten in der Zelle, in der Batterie,
wo es noch nicht so viele Hersteller gibt, die die entsprechende Qualität liefern können. Und gerade bei neuen Materialien, da sehen wir so ein bisschen den Hauptpunkt neuen Entwicklungen, die Menge, die Qualität zu bekommen. Auch wenn das im europäischen Markt ist, wenn Firmen im europäischen Markt Innovationen auf den Markt bringen, sind die immer sehr heiß begehrt und gefragt, um erste Erfahrungen damit zu sammeln. Und da sind dann häufig die Bottlenecks. Grundsätzlich sehe ich aber die Möglichkeit, die Materialien in Europa gut fertigen zu können. Das macht auch nur Sinn, denn je näher der Kreislauf an dem Ort ist, wo die Batterie hergestellt und verwendet wird, desto besser. Die Rohstoffe allerdings, das ist ganz mehr oder weniger klar, die müssen aus den Regionen kommen, wo sie vorliegen. Und da sehe ich eher das größere Problem. Die Rohstoffe, Rohstoffversorgung, Rohstoffsicherstellung, also eins drunter unter den Materialien, das wird das größere Problem sein. Dazu kommen wir ja gleich auch nochmal. Und Marc, hast du eine Einschätzung? Vielleicht auch für insgesamt so der Frage, wird es lokalere Wertschöpfungsketten geben? Aus deiner Sicht, da steckt das ein bisschen auch noch in dieser gestellten Frage dort. Also aus meiner Sicht müssen wir die lokale Wertschöpfung hier deutlich mehr etablieren, auch vor allem wenn man hinter die Lieferantenkette schaut von den Herstellern, da stecken dann wieder die Maschinenbauer dahinter. Wenn man sich heute die weltweit installierte Kapazität in der Kathoden-Anoden-Separator-Herstellung anschaut, wird es vorwiegend auf asiatischen Maschinen realisiert. Und um den Know-how-Transfer nach Europa und die Innovation dann in Europa voranzutreiben, müssen wir alle zusammen dort unser Bestes dazu tun, dass wir diese Produktion in Europa etablieren und dann auch wieder im Zusammenhang mit dem Green Deal, dass wir kurze Lieferketten, dass dort, wo die Elektroden entstehen, anschließend die Zellen produziert werden und direkt gleich die Batterie entsteht, das muss unser gemeinsames Ziel sein. Also alle eigentlich mit einem Plädoyer und einem optimistischen Ausblick, dass wir lokale Wertschöpfungsketten in Europa bekommen. Und die Rohstoffsicherung oder die Frage der Rohstoffe hattest du angesprochen, ja. Daniela. Deshalb adressiere ich diese jetzt hier vom Publikum am meisten geschätzte Frage. Warum investiert die deutsche Industrie zu wenig oder nicht in eine aktive Rohstoffsicherung bei Batterierohstoffen, wie beispielsweise Tesla oder chinesische OEMs und Zellfertiger? Das ist natürlich eine ganz stark politische Frage auch, weil Rohstoffsicherung bedeutet natürlich immer mit den entsprechenden Ländern dann Verträge zu schließen und die entsprechenden Minen erstmal den Markt zu kennen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das zu kennen. Wo sind die Rohstoffe, wo liegen die vor, wie kann man Verträge schließen, wie kann man auch nachhaltige Verträge schließen über vernünftige Rohstoffgewinnung, also nicht die billigste Rohstoffgewinnung, sondern die nachhaltigste und auch ja, menschenverträglichste Rohstoffgewinnung. Ich war mal auf einer Konferenz mit dem Thema Mine und alles, was uns umgibt, kommt aus der Erde. Also es ist eigentlich grundsätzlich erstmal nicht schlechtest, Mining zu betreiben. Aber man sollte auch da darauf achten, dass es eben CO2-neutral, energiearm und vertretbar stattfindet. Und den ersten Schritt, den man eben geben muss, ist, sich damit zu beschäftigen und die entsprechenden Verträge auch schließen zu können. Und ich glaube, da, weiß nicht, ob man da sagen kann, dass man da was verschlafen hat, aber da muss man sich jetzt mit beschäftigen. Und das ist eben ein politisches Thema, mit dem die Politik sich einfach beschäftigen muss. Christian wird schon ganz unruhig, kann Eurobike ja beitragen, Ausbildung zu leisten. Ich bin ja völlig recht, aber ich habe mal eine Frage. Wer hat denn die Frage gestellt? Anonymous hat diese Frage gestellt. Okay. Dankeschön, dass Sie da sich zu erkennen geben. Es ist aber jetzt nicht hinter der Frage, ob wir Rohmaterialzugang gegen Entwicklungshilfe tauschen, oder? Okay, danke. Das wird der Kopf geschüttelt. Vielen Dank, denn das halte ich für eine kritische Konnotation der Frage und danke, dass Sie das bestätigen, dass es gar nicht in die Richtung geht. Das ganze Thema ist natürlich größer als ein individueller Hersteller in vielen Fällen. Das ist ein hochpolitisches Thema und das sorgt natürlich auch dafür, dass dabei Lieferkettengesetze, Sorgfaltspflichtengesetze und Ähnliches eingehalten werden. Es geht ja nicht nur darum, wie ich das Material aus der Erde buddel, sondern eben auch, ob ich dabei in der gesamten Lieferkette dann eben die Menschenrechte wahre und dabei Eskalationsmechanismen einführe, damit das Ganze nachhaltig ist, sowohl von Umweltthemen als auch von Menschenrechten her. Und unter der Gesetzgebung oder unter dem entsprechenden Mindset kann man natürlich über solche Sachen reden. Es zeigt aber auch wieder einmal, wie global dann die gesamten Vorlieferketten eigentlich sind, über die wir dort reden und dass es eben nicht Europa nur als eine Insel ist, sondern wir eben dabei auch
geostrategisch denken müssen, dass wir bei allen die gleichen Maßstäbe ansetzen. Sei es, dass die Batterie hier produziert wird, sei es, dass die Zelle produziert wird, sei es, dass recycelt wird oder sei es eben, dass importiert wird. Es muss alles mit der gleichen Maßgabe sein, mit den gleichen hohen Ansprüchen daran, dass eben Elektromobilität oder jegliche Art der Investitionen in elektrochemische Speicher dabei eben auf gleichem hohen Niveau laufen. Felix, hast du eine Sicht auf die Frage, die deutsche Industrie ist oder angesprochen? Also ich denke auch, dass wir uns sicherlich unabhängiger machen müssen, aber ich hatte das Glück, ein paar Jahre sowohl in China als auch in Mittel-Südamerika zu leben. Also eher Regionen, die ja auch kritisch gesehen werden hier in der Diskussion, oder ich denke, das schwingt zumindest immer so ein bisschen mit. Aber auch in den Regionen kann man sehr wohl unter ethischen und umwelttechnischen Gesichtspunkten sehr sauber und sehr verträglich produzieren. Und das muss man einfach unterscheiden. Ja, ich denke, wir brauchen kurze Lieferketten, um schnell reagieren zu können, um unabhängig zu sein. Ich glaube, eine kurze Lieferkette beschleunigt auch einfach Innovation, weil einfach dazwischen kein Zeitunterschied ist, man hat keine kulturellen Unterschiede, die ein Projekt auch sehr anreichern können. Also auch das wieder nicht falsch verstehen, ein ganz großer Freund von einer globalen Ausrichtung und globalen Projekten. Aber eine kurze Lieferkette mit diesen kurzen Wegen beschleunigt und liefert zusätzliche Sicherheit. Und darüber hinaus bin ich fest davon überzeugt, dass wir bei dem, was wir heute und morgen diskutieren, in einem für die nächsten 10, 15 Jahre in einem explodierenden Wachstumsmarkt sind, in dem es einfach auch Verteilungskämpfe gibt, sich zu versorgen und abzusichern. Von daher werden wir um eine Lokalisierung auch der Rohstoffketten nicht umhinkommen, bin ich fest überzeugt. Marc, was ist deine Einschätzung, vielleicht auch aus deiner Kenntnis ja dieses Netzwerkes, wenn ihr in europäischen Projekten drin seid, wie beantwortest du diese Frage? Also ich sehe hier das mit zwei Standpunkten. Das eine ist natürlich die Rohstoffsicherung, dort wo die Rohstoffe heute schon abgebaut werden. Als zweites sollte man sich aber auch natürlich Gedanken machen, hier in Deutschland haben wir auch ein Lithium-Vorkommen, dass man auch in diese Rohstoffabbau nachdenkt, weil ich denke, wenn wir jetzt die komplette Welt von der Verbrennertechnologie zur Elektromobilität wandeln möchten und neben dieser Hauptbranche, die jetzt auf das Lithium sehr, sehr notwendig macht, haben wir ja auch noch die Consumerwelt, Laptops, Handy, wo dieser Rohstoff sehr, sehr wichtig ist, müssen wir wirklich sämtliche Ressourcen nutzen, die denkbar sind. Und im Rahmen des Green Deals ist natürlich auch ein Abbau in Europa zielführend. Sicher sind diese Vorkommen nicht so kostengünstig abzubauen wie in den anderen Teilen der Welt, aber mittel- und langfristig, denke ich, sollte man auch an diese Rohstoffreserven rangehen. Okay, prima. Kommen wir jetzt, weil das hier auch explizit gefragt wird, jetzt noch einmal zur europäischen Batterieverordnung im engeren Sinne. Ich erinnere mich sehr gut genau oder beim letzten Future Battery Forum vor einem Jahr, und es war halt genau zu der Zeit, am 10. Dezember 2020 gab es diese Pressemitteilung der EU dazu. Die Europäische Kommission schlägt heute eine Modernisierung der EU-Rechtsvorschriften für Batterien vor und so weiter. Jetzt sind wir fast ein Jahr weiter, deshalb möchte ich die zweite Umfrage aufrufen an alle Teilnehmenden und die Frage stellen, weil damals erinnere ich mich noch, dass dann in der Nacht sozusagen dieses Papier durchgearbeitet wurde und am nächsten Tag wir schon nach Statements dazu gefragt haben. Wie sieht es denn jetzt aus? Kennen Sie bereits die Details der aktuellen EU-Batterieverordnung? Noch unbekannt, ein bisschen habe ich mich damit beschäftigt oder schon weitgehend alle Details, sagen wir mal, ja, wäre hier die letzte Antwort. Und die meisten sagen hier, die Details der aktuellen EU-Batterieverordnung sind im Wesentlichen noch unbekannt. Kannst du, Christian, vielleicht mal so die wichtigsten Stichpunkte, einige hattest du ja in der Präsentation schon genannt, nochmal referieren? Sehr gerne. Ohne die Abstimmung beeinflussen zu wollen, wer jetzt schon alle Details kennt, der weiß wirklich mehr als wir bei Eurobat. Aus einem Grund, es gibt sehr viele sekundärlegislative Acts, die zum Beispiel die Berechnungsmethoden, mit denen dann anschließend die KPIs bestimmt werden, wie zum Beispiel CO2-Fußabdruck oder Recycling-Effizienzen. Diese Methoden werden erst jetzt gerade entwickelt. Das heißt, alles kennen kann man eigentlich nicht. Ich bin gespannt, ob der Balken jetzt runtergeht. Nee, ist ein Witz. Also das heißt, im Großen und Ganzen sind die Knackpunkte damit einmal schon beschrieben, dass die Methoden erst entwickelt werden sollten, bevor man die Grenzen festsetzt. Ansonsten kann man die Grenzen dann nochmal anpassen oder es ist schwer eben, dass
jetzt schon vorzugeben. Der zweite große Knackpunkt ist, dass viele Dinge dort zum Beispiel mit digitalen Batteriepass vereinbart werden über die Nachnutzung der Systeme, bei denen unklar ist, wie die Daten überhaupt generiert werden, wie sie entsprechend authentifiziert werden und wie sie stringent in der gesamten Kette von der Zelle, vom Rohmaterial bis hin zum Second Life zugänglich werden, wem zugänglich werden, in welche Detailtiefe. Das heißt, der digitale Passwort ist das zweite große Thema. Und dann natürlich die große Abstimmung der Batterieverordnung mit allen bestehenden Rahmenwerken, sei es REACH, sei es dann End-of-Life-Vehicle Directive, dass das Ganze auch kohärent ist, sich nicht widerspricht oder auf der einen Seite Substanzen verboten werden, die auf der anderen gut geheißen werden. Also One Substance, One Evaluation ist ja dann das Slogan der Europäischen Kommission. Das sind nur drei der großen Punkte, die zurzeit dort hineinspielen in der Batterieverordnung und die auch noch der Klärung bedarfen. Welche sind denn aus deiner Sicht die größten Vor- und Nachteile für die europäische Industrie, die europäischen Konsumenten? Die größten Vorteile sind mit Sicherheit, wie es schon anklang, auch von den anderen Sprechern, dass wir dabei endlich ein Rahmenwerk haben, was alle Technologien, alle Anwendungen beinhaltet und dabei eben auch alle Importe mit der domestischen Wirtschaft vergleicht und die gleichen Maßstäbe ansetzt. Und das wird auch ein hohes Konsumentenvertrauen im Idealfall bewirken, wenn ich weiß, dass die Batterie mit einem A++-Rating wirklich sehr nachhaltig produziert ist und das Ganze auch belegt ist. Außerdem bietet es eben sehr große Chancen für die Nachnutzung, dass dann dabei das Second Life gepusht wird. Die Nachteile sind, dass vieles dabei sehr schnell entwickelt wird und dabei einige Details noch nicht bekannt sind, die auch nötig sind, damit überhaupt effizient das Ganze 2027 umgesetzt werden kann. Zum Beispiel das Thema mit den recycelten Rohstoffen oder das Second Life, was Felix gerade sagte, dass das die Lebensdauer wesentlich länger ist. Wenn die Lebensdauer länger ist, bekomme ich das ja gar nicht in den Kreislauf wieder hinein. Wo bekomme ich dann das Sekundärmaterial her, das ich gezwungen werde einzusetzen, um bestimmte Quoten zu erreichen 2030 in meiner Produktion? Ist natürlich wünschenswert, wenn die Batterie möglichst lange hält, aber damit wird es schwer, an Sekundärmaterial heranzukommen. Und das sind alles Sachen, da greift dieses sehr holistische Rahmenwerk, was einen Kreislauf beschreibt, sich selbst wie eine Schlange, beißt sich dann wieder in den Schwanz und es muss alles zueinander passen, damit ich eben diese Nachhaltigkeitskriterien auch alle erreichen kann. Mhm. Felix nickt schon. Stimmst du Christian zu oder wie ist im Moment sozusagen eure Sichtweise auf die Frage? Ich kann dem nur komplett zustimmen. Ich glaube, wir haben da aber auch einen gewissen Widerspruch, der schwer aufzulösen ist. Auf der einen Seite, wie Christian beschrieben hat, sind wir gerade in einer steilen Lernphase. Wir lernen noch, wir kennen weder Lifetime noch viele andere Aspekte und wollen auf der anderen Seite eine Klarheit haben, eine Rechtsklarheit in der Umsetzung oder Vorumsetzung. Und das widerspricht sich so ein bisschen. Wir brauchen die jetzt, weil wir bringen ja heute Maschinen elektrifiziert in den Markt mit Batterien. Also ich brauchte heute Klarheit. Die haben wir nicht. Und danke dafür. Ich dachte schon, ich hätte manche Aspekte einfach nicht verstanden, aber sie sind noch nicht da. Denn es ist ja oft auch sehr komplex. Wir haben da Teams, die dran arbeiten, die, ich denke, einen sehr guten Job machen, aber auch immer mal wieder verzweifeln, weil es für uns als Anwender wirklich schwierig ist, immer auf dem letzten Stand zu sein, das zu interpretieren und für uns praxisgerecht aufzubereiten. Da würde ich mir einfach wirklich mehr Klarheit wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir haben ja so einige Einführungen hinter uns, wo dann zur Einführung weder Infrastruktur noch andere Dinge geklärt sind. Also hier brauchen wir einfach für die Komplexität, in der wir uns gerade bewegen, einerseits mehr Klarheit, andererseits verstehe ich sehr wohl, dass wir noch lernen und sicherlich auch immer wieder Adaptionen brauchen. Und dann, ich glaube, ein Aspekt, der hier ganz wichtig wird, Time to Market, ist für all diese Aspekte wichtig. Das gilt für die Entwicklung, aber das gilt natürlich auch für das Regelwerk, was sich dieser Dynamik, die wir im Markt sehen, anpasst. Und da sind wir nun mal in einem internationalen Wettbewerb. Ich habe vorhin gesagt, ich durfte in China leben und musste China mal beschreiben mit einem Wort und habe das beschrieben mit Speed. Wir erleben in vielen Teilen dieser Welt eine Geschwindigkeit, an die wir uns, glaube ich, erstmal wieder gewöhnen müssen. An die wir uns in der Industrie gewöhnen müssen, in der Forschung gewöhnen müssen, aber natürlich dann auch auf Seiten des Gesetzgebers. Ja. Und da wünsche ich mir einfach diese Geschwindigkeit, die Klarheit, die heute nicht da ist und dann eben auch die Anwendbarkeit mit eben der Sicherheit, die wir brauchen, wenn wir mit diesen großen Innovationen und Investitionen in den Markt gehen. Ja. Okay, Speed in der Entwicklung, Daniela, seid ihr schnell in der Entwicklung, aber eigentlich die andere Frage ja auch nochmal, Vor- und Nachteile, Stand der EU-Batterieverordnung.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also die Geschwindigkeit in der Entwicklung ist, muss da sein. Man kann sich da keine Zeit lassen. Was natürlich doppelt schwierig ist, weil die Zellen, die gebaut werden sollen, natürlich eine gewisse Zeit lang halten. Deswegen weiß man manchmal nicht genau, wie lange ist die Lebenszeit, weil man nicht die Zeit hatte, die genau zu evaluieren für den Anwendungsfall. Vor- und Nachteile der Batterieverordnung. Vorteil ganz klar, das auf Nachhaltigkeit, auf Nachweisbarkeit und auf gleiche Standards über die Grenzen hinauszugehen, das ist ganz klar. Das wird auch zu einem Wettbewerbsvorteil dann werden. Nachteil ist zum Beispiel der Batteriepass für die Hersteller, wenn nicht klar ist, in welcher Tiefe die Informationen zugänglich sind. Denn für einen Batteriehersteller, einen Zellentwickler, da gibt es einfach NDAs. Die gehen rauf und runter in beide Richtungen der Wertschöpfungskette, die man nicht preisgeben darf. Und deswegen wird es schwierig, solche Informationen dann in diesen Pass zu geben, wenn nicht ganz klar ist, wie diese Informationen gesichert sind. Hm. Es ist auch klar, dass es diese Informationen geben muss in irgendeiner Form, um bewerten zu können, wo stehe ich. Aber es muss auch gesichert sein, dass diese Informationen sicher verwahrt sind. Das zum Beispiel in der Blockchain, da kam gerade eine Frage, jetzt ist sie gerade da verschwunden, wie sichert ihr oder Informationen über eure Lieferkette? Gibt es Blockchain-Anwendungen, wie zum Beispiel bei Volvo, so stand es eben in der Frage. Ja, also das ist alles über NDAs gesichert, das ist IP, das ist ganz strikt gesichert in der Lithium-Ionen-Batterie, gerade für die neuen Entwicklungen, da darf man nichts preisgeben. Und ein zweites Thema, was uns auch noch fehlt, ist das Recycling selber. Die Recycling-Quoten hochzubekommen, die Materialien wieder rein und nutzbar zu machen, das geht nur, wenn wir das Recycling entwickeln. Und aktuell stehen wir eben vor der Herausforderung, dass die ganzen neuen Entwicklungen ja mit reinkommen. Das bedeutet, wir mischen alte und neue Zellen. Alte Zellen, die vielleicht langlebiger waren, neuere Zellen, die vielleicht weniger langlebig sind. Und das muss man dann alles zusammen recyceln. Mhm. Und trotzdem noch Batteriematerial rausbekommen, bestenfalls aktive Materialien, die man dann wieder nutzen kann. Mhm. Und das ist auch noch eine große Herausforderung, die auf jeden Fall noch angegangen werden muss. Mhm. Marc, eure Sichtweise nochmal Vor- und Nachteile EU-Batterieverordnung. Also ich würde gerne den Punkt des Batteriepassports aufgreifen. Ja, wir sind sehr froh, dass wir, bevor die Batterieverordnung in unserem Projekt, in unserer Entwicklungsagenda, das Thema der vollen Digitalisierung, der 100% Rückverfolgbarkeit aufgenommen haben, weil wir das als Maschinenanlagenbauer als einen der essentiellen Punkte hier identifiziert haben, sodass wir aus den vorhergehenden Prozessen die Informationen in den nächsten Prozess mit einfließen lassen können, so Stichwörter wie Machine Learning, um dann auch die Verfügbarkeit der Maschine zu erhöhen, den Output und den Ausschuss zu reduzieren. Und das Ganze, also wir sind in der Lage, oder werden dann in der Lage sein, die Informationen fortzutragen von der Elektrodenherstellung bis zum Batteriesystem. Sehe ich als einen riesen Vorteil an, dass das jetzt auch gefordert wird. Nachteil an der ganzen Sache ist genau das Thema, wie gehen wir mit unserem Know-how um? Ja, wie wird das Know-how von den verschiedenen Batterieherstellern dann abgegrenzt? Und da muss sicherlich noch ein Regelwerk her, was ist genau der Inhalt dieses Batteriepassports? Ist das auch etwas, was aus deiner Sicht fehlt, wenn ich die Frage aufgreife, was fehlt in der europäischen Batterieverordnung? Ja. Das fehlt, das Thema Batteriepassport, die klare Bestimmung, welche Daten sind wem zur Verfügung zu stellen, mit allen Vertraulichkeiten. Das Thema Blockchain würde ich gerne dazu nochmal aufgreifen, wie man das entsprechend auch nachverfolgen kann. Wir haben Experimente dazu auch gemacht und mal Rohmaterialketten bis zur Mine dann mit Blockchain nachverfolgt. Das Ganze ist natürlich möglich, kann entsprechend dann auch gesichert werden, hat auch einen hohen Identitätsgrad. Die Frage ist, ob man das für jeden Krümel Metall macht oder eben für die Zelle, wo setzt man das Ganze an? Und wer kontrolliert dann auch, dass es nicht manipuliert wird natürlich. Also um die Frage von dir zu beantworten, Das ist ein Riesenbestandteil des European Battery Regulation, der Battery Passport. Ja. Felix, was fehlt dir? Du hast das Thema Second Life der Batterien ja auch angesprochen. Hier sind ja auch nochmal die Fragen, ist Recycling genug betrachtet in der Verordnung oder überhaupt im EU Green Deal? Möchtest du da nochmal was anfügen? Ich denke, Recycling ist gut diskutiert. Das trifft auch das, was uns da beschäftigt. Dort im Moment vor allen Dingen noch die Unsicherheiten, die wir haben. Dann natürlich geht es vorrangig auch darum, erstmal den First Use zu verlängern. Und da sehe ich, dass wir gerade massiv lernen. Wir lernen, wir zum Beispiel unsere Lastkollektive gerade,
über die Lastkollektive eine Verbesserung im Thermomanagement. Wir sehen riesen Fortschritte gerade im Batteriemanagementsystem. Und über dieses Verständnis werden wir nochmal die Lifetime wieder massiv verlängern. Da bin ich fest von überzeugt. Dann glaube ich, dass wir durchaus einen Second Life haben, zumindest in den ersten Jahren. Weil die Batterien bei uns sind dann nicht mehr vielleicht anwendbar oder nicht mehr perfekt anwendbar, weil sie die Spitzenleistung nicht mehr abdecken und eine Reduzierung der Kapazität haben. Aber für eine stationäre Anwendung sicherlich noch viele Jahre. Da wird, weil wir in einem exponentiellen Markt sind, sicherlich der Punkt kommen, wo es gar nicht genug stationäre Anwendungsfälle geben wird. Aber für die Batterien, die wir die nächsten Jahre in den Markt gehen, denke ich, wird da sicherlich Anwendung da sein. Mhm. Und dann ist für uns einfach als Maschinenbauer ist wirklich wichtig, hier Verlässlichkeit zu bekommen in dem Regelwerk. Das ist einfach das Entscheidende für uns. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine kurze Schlussrunde mit der Bitte um kurze Antworten. Und zwar möchte ich da gerne die Frage stellen, hat aus eurer Sicht die EU-Batterieverordnung, EU Green Deal, das Potenzial, die Welt zu verändern, also Abstrahlkraft auf andere Märkte zu generieren und die Wertschöpfungskette, die globale Wertschöpfungskette wirklich komplett zu beeinflussen? Daniela, wie ist dein Abschlussstatement dazu mit einem Blick in die Zukunft? Ja, durchaus. Denn wenn die Batterieverordnung so umgesetzt werden kann, wäre das das erste Produkt, das so etwas erfährt. Ich kenne kein Produkt, das dann so tief analysiert wird. Aber dafür muss man es schaffen, das schlank zu machen und das handelbar zu machen und nicht zu komplex mit zu viel Bürokratie. Dann hat es die Möglichkeit, abzustrahlen. Mhm, prima. Felix, deine Einschätzung? Ich denke schon, aber wir dürfen natürlich auch nicht uns selber nicht überschätzen. Wir sind ein überschaubarer Markt, wenn wir in die Welt schauen. Das heißt, ganz entscheidend wird es sein, auf der einen Seite eine praktikable Umsetzung zu finden, etwas, was wir gut und schnell nutzen können, aber auf der anderen Seite Teile der Welt mitzunehmen, andere Teile der Welt mitzunehmen. Mhm. Und Marc? Also absolut, aber ich stimme meinen Vorrednern zu. Ja. Wir haben ja einen riesen Berg von Aufgaben vor uns und wir müssen es jetzt zuerst mal in Europa beweisen, dass wir in der Lage sind, Zellen, Batterien effizienter, qualitativ hochwertiger und zu gleichen Preisen herzustellen wie der Rest der Welt. Dann sage ich ganz klar ja. Mhm. Und Christian, ja, positiven Ausblick? Ja, die europäische Batterieverordnung hat das Potenzial, dann eine Abstrahlwirkung zu haben. Wichtig dabei ist, dass Europa dann wettbewerbsfähig bleibt und dabei die Regeln auch für alle Lieferketten gelten. Und unsere Lieferketten werden ein Stück weit global bleiben. Deswegen wird es eben sich dann auch mit Abstrahlwirkung in andere Regionen entwickeln. Aber es muss eben dann auch holistisch dann mit dem gleichen Maßstab gemessen werden. Und dann können wir unsere Wirtschaft hier dabei entsprechend dann auch weiter nach vorne bringen mit Innovationen. Prima. Vielen herzlichen Dank euch als Expertinnen und Experten für die sehr interessanten Einblicke. Es gibt auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Fragen und ich rufe alle auf, die Expertinnen und Experten zu kontaktieren, sich mit ihnen zu vernetzen, weil es gibt einen weiteren Anreiz. Neben der Anzahl der Fragen, die gestellt werden, sind auch die Anzahl der Verbindungen, die ihr auf der Plattform knüpft und die Anzahl der Meetings, die ihr mit anderen abhaltet. Kennzahlen für uns, ein Freiticket zu verteilen für die nächste Konferenz. Also bitte nutzt diese Möglichkeiten in Präsenz, aber auch virtuell, euch weiter zu vernetzen und euch zu den Fragen auszutauschen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Es geht hier unmittelbar weiter mit einer Masterclass zur Skalierung der Produktion.